Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Wir haben momentan mehrere Wege, die wir wählen können. Glaube ich zumindest, weil ich glaube, hier oben war auch noch einer, ne? Wo die Kollegen saßen. Ja, hier geht's hoch. Wir gucken erstmal, wo es hochgeht, weil in der Hölle geht's natürlich immer runter. Deswegen sollten wir gucken, wo es hier oben lang geht und hui. Hi, Gott. Fast verkackt. Oh, ich saß gar nicht am Feuer, ne? Egal. Ich komme da noch früh genug hin. Hier gibt es bestimmt einen Fahrstuhl, der irgendwo hinführt. Oder drei von den Viechern hier. Au. Au. Seele eines Ritters. Du bist... Du siehst echt aus. Kannst du glücklich sein, dass ich keinen fallenden Bogen habe. Wo führt denn das hin, sag mal? Fahrstuhl. Oh Gott, bin ich gut. Wieso brennt er? Quelax-Sphäre. Ich kann Pfeile organisieren, ist das toll. Nice. Okay, erstmal aufsteigen. Stufe 39. Sehr schön. So, kurz hier. Ah, das juckt. So. Und jetzt teleportieren wir uns zu Gemeinde der Untoten und holen uns da mal ein paar Pfeile. Weil wer weiß, was ich alles hier noch brauchen werde, ne? So, ich denke mal 20.000 für Pfeile können wir ausgeben. Hello, Dude. That's an odd ember you have there. Ah, I know what you're thinking. It won't. Okay, damit kann er auch nichts anfangen mit der Feuerglut. Gegenstand kaufen. Ich möchte sehr gerne Pfeile haben. Und zwar 35, 60, 45. Oh, nehmen wir große Pfeile. Davon so viel es geht. Okay. Don't get yourself killed. Jetzt haben wir 400 Pfeile. Das ist doch schon mal sehr gut. Und dann gehen wir auch wieder zurück. Oh, Fahrstuhl, super. Freue ich mich. Tochter des Chaos, ne? Ja. Tjo. Und jetzt funktioniert der Fahrstuhl bestimmt nicht nach unten. Das wär's. Und ich hab 10 Estus-Lokons jetzt. Ha. Dass der nicht sofort funktioniert, der Fahrstuhl, voll unfair eigentlich. Man könnte sich so viel Ärger sparen. So. Dämonenruinen. Hier geht's nirgendwo lang. Hier geht's runter. Frage ist nur, wohin, ne? Ach, hier ist der Boss. Okay. Das ist die Treppe zum Boss, um zum Boss runterzuspringen. Es wäre einfach gewesen, den so zu schlagen. Na gut, dann gehen wir zurück. Euch lasse ich mal in Ruhe. Euch brauche ich ja nicht mehr zu töten. Ihr kommt aber nicht zu mir, oder? Nein. Jetzt chillt einfach nur. Okay. Nichtsdestotrotz muss ich auf jeden Fall am Leuchtfeuer da rasten. Um den, aktiviert haben wir ihn ja schon, aber um meinen Speicherpunkt quasi zu speichern. Oh, ich habe euch den Weg frei gemacht. Ihr seid frei. Au. Das. Au! Das ist unfair. Habe ich beide getroffen? Nein. Okay, runter zum Leuchtfeuer und da geht's dann weiter.
So. Sehr schön. So sollte ich da runterspringen. Was sollte es mir bringen? Das ist bestimmt ein Troll oder so, ne? Ich sehe da auf jeden Fall nichts. Nö. Brauchst Menschlichkeit. Was haben wir auf der Seite? Nichts offensichtlich, okay. Was steht hier? Sackgasse. Nö, ja gut, die Wand schon. Zum nächsten Boss? Ernsthaft? Tatsächlich. Was soll denn das? Zwei Bosse hintereinander. Ein Tausendfüßler. Ach Gott. Nee, irgendwas anderes. Was zur Hölle bist du? Okay, sollten wir es gleich nicht schaffen, Feuerresistenz. Wie mache ich das jetzt? Ich habe jetzt nur diesen Spielraum, ne? Tausendfuß-Dämon. Ah, doch, ein Tausendfüßler. Aber keine Ahnung, wie ich mit dem umgehen soll. Ah, okay. Ich will nicht raus. Und lass den Scheiß. Ich kann ihn nicht mehr treffen. The fuck? Oh nein, ich bin im Feuer. Okay, von hier aus kann ich dich treffen, ne? Das ist voll der fiese Bossfight. Eigentlich kann ich nur dagegen antanken, ne? Bin ich ausgewichen? Nein. Okay, wieder was trinken. Noch was trinken. Irgendwie macht er gerade nichts. Ich bin ausgewichen, ja. Komm. Ah! Was für eine dreckige Scheiße ziehst du hier eigentlich ab, Junge? Es ist so unfair. Kann ich das blocken? Was für die Scheiße? Der hat mich aufgefressen. Okay, ich meine, zum Glück sind wir genau davor und haben all unsere Seelen ausgegeben. Von daher kann ich es versuchen, bis zum geht nicht mehr. Aber was für eine Scheiße ist das bitte? Gib mir Tipps. Brauchst Menschlichkeit. Gelobt sei die Sonne. Okay. Boss. Sackgasse. Also ich sehe als Tipp, wir sollen uns Menschlichkeit organisieren und den gelobt sei die Sonnetypen holen. Dann machen wir das doch. Wir versuchen das. Hey, hi. Komme ich jetzt auch irgendwie wieder zurück? Ah, ich habe genug Leben. Boom. Ganz billiges Spiel. Okay, dann holen wir uns jetzt unsere menschliche Form und gucken, ob wir die Typen beschwören können. Weil das ist jetzt ein Boss, da würde ich sagen, gut. Da kann man das gut gerne mal machen. Weil das ist doch schon irgendwo ein bisschen unfair, dass ich nicht auf der Lava rumlaufen kann. Und der mich dann von der Seite die ganze Zeit irgendwie anhaucht. Finde ich auch nicht in Ordnung. So. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es so sein soll, dass man hier, hieß er Voltaire oder so? Voltaire? Rufen muss. Weil man kriegt ja auch
Man kriegt ja auch vorher eine Menschlichkeit. Vielleicht ist das extra so gewollt. Dass man hier die Funktion des Spiels mal richtig nutzt. So. Gucken wir mal, ob wir da... Ich hoffe, der hieß Voltaire. Ich will jetzt keine Scheiße erzählen. Ob wir ihn hier beschwören können. Da, guck mal, da ist was. Rufsymbol. Soler, okay. Phantom wird gerufen. Fast, ich war nah dran. Voltaire und Soler. Ist schon nah dran. Bitte, Soler. Gelobt sei die Sonne. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Der läuft bestimmt gleich in die Lava und kackt ab. Soler, do your fucking job. Okay, FPS-Einbrüche. Soler, lauf mir doch nicht einfach hinterher. Der läuft mir einfach hinterher. Tu was. Okay. Das ist schon mal etwas. Oh, ich habe das Ding abgeschlagen. Crazy shit. Oh, ist dein Schwänzchen zu kurz? Oh, das... WTF? Orangener verkohlter Ring. Oh. Na toll, jetzt kackt er ab. Okay, wir nutzen jetzt mal kurz die Chance. Ich denke, das ist Feuerlaufen, ne? Reduziert Lavaschaden. Okay, jetzt sind wir ebenwürdig, mein Freund. Ja, ich habe ihm seinen Schwanz abgeschlagen. Au, 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 au. Er ist fast tot. Soler, tu auch was. Nichts hat er gemacht. Alles habe ich alleine gemacht. So, vielen Dank, Soler, fürs... Ich weiß nicht, was du getan hast. Sonnenlichtmedaille. Oh, ich habe meine schnelle Rolle auf jeden Fall nicht. Okay, wir laufen kurz mal durch die Lava, weil wir da hinten wahrscheinlich hin müssen. Und dann müssen wir leider den Ring wieder tauschen. Weil ohne die schnelle Rolle... Oh. Gut, das war schnell nachgedacht. Ich meine, du bekommst halt ja, einen Ring mitten im Bossfight. Was soll er denn sonst bringen? Ach Mist. Ich will einen Ring mehr tragen. Ist hier da hinten Loot. Na, jetzt können wir quasi zum Anfangsgebiet und da was holen. Was können wir auch später machen. Trotzdem tut die Lava noch weh. Grüne Scherbe, 2. Okay, so. Ist das jetzt eine Tür gewesen da hinten oder was war das? Ja, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist zurück. Nö. Und runtergehen, wo die verschlossene Tür war. Mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Ich meine, wir müssen natürlich mit dem Ring wahrscheinlich irgendwo hin. Aber mir fällt kein anderer Ort ein, wo Lava war, außer am Anfang. Mal schauen, wir laufen erstmal zurück. Okay. Das ist immer noch zu. Ja, das nächste, was mir einfallen würde, ist halt hier entlang laufen. Sammeln wir hier erstmal den Loot ein und gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen, ne? Dafür brauchen wir den Ring.
So, wo war jetzt der ganze Loot? Siehst du kaum bei diesem Licht, ne? Da ist Loot. Ich bin so langsam ohne den Ring, den ich sonst habe. Traurig. Ah, da komme ich hoch. Meine Fresse. Seele eines stolzen Kriegers, okay. Nee, hier geht's nicht weiter. Chaosglut. Ja, dann würde ich sagen, nochmal zurück zum Boss. Habe ich hier irgendwas übersehen? Das ist die Frage. Ich weiß nämlich nicht, wo lang. Ziehen wir mal kurz wieder den Ring an. So, da. Ich bin froh, wenn ich mit dem Gebiet durch bin und den Ring nicht mehr anziehen muss. Also hier war ja nichts. Das hier geht nicht auf. Ist auch anscheinend auch keine Tür. Ist dann doch? Nee, das ist kein Loch, oder? Was ist denn doch? Meine Fresse, ist das schwer zu finden. So, haben wir es gefunden, ja? Hier kommen wir weiter. Nein, nicht Hartstallring, Havelsring. So. Ah, so leer, guter alter Freund, ne? Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Was? Why? After. Okay, es war tatsächlich gewollt, dass man ihn ruft, ja? Aber was zur Hölle suchst du, Kleiner? Das ist hier die Frage. Er sagt's mir ja nicht. Aber er ist depressiv geworden. Alter Schwede. Ah, Ringtauscherei. Ich hätte ja gerne beide Ringe angezogen, aber das kann ich nicht, weil der hier an mich gebunden ist. Ja, ich hab's nicht vergessen, Leute. Keine Sorge. Rüstung in Gefahr? Oh nein. Ja gut, dann ziehen wir uns um. Müssen wir sie bei Zeiten mal reparieren? Da ziehen wir unsere alte Rüstung an. Schwarzeisenrüstung. 68. Mal gucken, auf wie viel Gewicht wir kommen, wenn wir hier die Schwarzeisensachen anziehen. Na klar, ich habe ja noch den Feuerring an, ne? Nee, so wird das nix. Wie viel Gewicht habe ich denn? 56. Und wir brauchen insgesamt Belastung 113. Okay. Dann ziehen wir halt einmal unsere Elite-Rüstung wieder an. Ja, jetzt können wir wieder, ne? Hehe. Schon bessere Rüstung. Verlorenes Izalit. Was ist das hier? Gibt's hier Loot? Nö, da kann man nur durch die Lava laufen. Okay. Ich glaube, es geht hier darum, einfach nur diesem Weg zu folgen und nicht vom Weg abzukommen, damit man nicht gegen die Viecher kämpfen muss. Die sind bestimmt nur als Dekoration da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie bezwingen muss. Seele Ritter. Ja komm, den Schaden nehme ich hin.
Dafür, dass ich einmal ganz kurz ohne den Ring auskommen kann. Ring, 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 ring. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Ring, 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 ring. So. Ich will ehrlich gesagt nicht gegen die Viecher kämpfen. Ist das eine Treppe da hinten? Weiß es nicht. Ich hätte aufsteigen sollen, ne? Na, egal. Zurücklaufen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Seele Ritter. Okay, das sieht man sofort, dass du keine Statue bist. Okay. Eine Truhe. Bist du echt? Was sagst du? Zufluchtsort. Hä? Truhe. Seele eines bedeutenden Helden. Euch stört's nicht, dass ich hier rumlaufe? Offensichtlich schon. Hallo, Kleiner. Ich hoffe, ich habe deine Mama nicht verärgert. Also, die können doch einen angreifen. Wo geht's jetzt weiter? Okay, der bewegt sich nicht. Ah, ich sehe, wo es weitergeht. Ja, das macht die ganz schön wütend, wenn man bei denen ist, ne? Wie wir laufen, ey, mit unseren Riesenfüßen. Was haben wir denn für Riesenfüße? Das sieht aus, als wären wir so ein Clown. Okay. Kommen wir hier runter? Aber wir sind Gegner, also kann man hier rumlaufen. So. Okay. Aber irgendwie müssen wir auch wieder hochkommen. Überall gegendrücken, überall gegenschlagen. Und dann... Passt das schon. Cool. Easy going. So. Aufsteigen. 40 Vitalität. Wir haben es geschafft. Jetzt nur noch auf Kondition. Im Bonfire hier einfach mal hinzusitzen, finde ich gut. Komme ich aber auch irgendwie wieder hoch? Eigentlich an dem hier, ne? Wenn es nicht wirklich gewollt aussieht. Nein! Geht nicht. Komme ich hier weg? Soll ich zu Fuß zurücklaufen und dann wieder hoch oder was? Bis jetzt mache ich Panne. Hi. Ich hab dir nichts getan, Bro. Bin unschuldig, Diablo. Oh, oh Gott, hi. Okay, ich hab den verärgert. Ich geh mal hier wieder hin. Damit er sich beruhigt. Und wir könnten eigentlich rein theoretisch, solange wir unsere Menschlichkeit haben, den ganzen Scheiß hier mal in Flammen. Zack. Ich meine, ich hab ja die Menschlichkeit. So dann nicht auch ausgeben. Ich werde sowieso sterben irgendwann und sie wieder verlieren. Keine Ahnung, hier sind keine Gegner. Also ich vermute mal hier lang. Ist das ein Rohr oder ist das Verarsche? Das, oh, hier geht's rein.
Ha, ich bin gut. Meine Fresse. Ich laufe rum wie so ein Clown. Guckt euch meine Clownsschuhe an. WTF. So, neuer Bereich. Hier bin ich. Und wie es hier weitergeht, Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.